Breakdance. Hier üben Flüchtlinge und Einheimische gemeinsam. Eines von mehreren Sportprojekten der Flüchtlingsinitiative Campus Asyl in Regensburg. Der Promotionsstudent Johannes Stettner organisiert die Sportgruppen. Hier ist es uns wichtig, dass wir in allen Projekten nicht nur einen Studenten haben, der Trainer ist, und 20 Flüchtlinge, sondern dass wir 10 Studenten haben und 10 Flüchtlinge, die miteinander ein sportliches Ziel erreichen wollen. Wichtig ist es außerdem, zu versuchen, dass die Flüchtlinge selbst ein Projekt in die Hand nehmen. Und das Breakdance-Projekt ist hier ein sehr gutes Beispiel dafür, weil es von einem Flüchtling geleitet wird. Ich bin Mohammed Haddad, ich komme aus Syrien. Ich bin 21 Jahre alt. Ich freue mich, wenn die Leute Breakdance mit mir lernen.